Herzlich willkommen zur Technik Ranch. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Genau, diesmal haben wir wieder mal, wie immer eigentlich, hoffentlich, spannende Themen. Es wird eine sehr persönliche Sendung, das kann ich ja schon mal sagen. Denn wir reden über Videoschnittsoftware. Das ist ja was, womit wir auch hin und wieder so ein bisschen zu tun haben. Um Technik Ranches zu schneiden. Videosoftware allerdings für Einsteiger. Also genau das Richtige für mich eigentlich. Ja, genau. Mhm. Also, welches Programm ist für wen da geeignet? Worauf sollte man achten, wenn man sich eins zulegt? Außerdem sprechen wir über was ganz Interessantes, weil das uns alle wahrscheinlich je früher, also früher oder später und je älter wir werden, desto häufiger, ja. betrifft. IT in der Medizin, beziehungsweise Entwicklungen in der Medizin, die ohne IT gar nicht möglich wären. Ja, also ich sag mal, das geht so in die Richtung, Ihr Doktor sitzt auf einem Kontinent und der Roboter, den er bedient, der hängt in Ihnen drin. So ungefähr, genau. Ja. Und ansonsten haben wir noch ein kleines Thema zum Schluss. Gar nicht, ja, die gar nicht. Das Überraschungsthema für den Kollegen Münch. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ja, doch, er weiß es ja schon. Das ist ja das Problem. Die Klapptastaturen für das iPad Air und Air 2 haben wir uns angeguckt, damit man damit auch tippen kann, wo man sonst nur touchen möchte. Viel Spaß. Genau. Gucke, aber sofort. Yeah. Patient zappelt noch, Herr Dr. Schnurrer. Ach ja, keine Amtsanmaßung. Aber ja, es geht. Ich kannte mal einen Koch, der hieß Volker Drkosch. Und dann wurde der halt von seinen Köchen in der Küche Dr. Kosch genannt, wegen Drkosch. Und hatte das auch auf seiner Kochjacke stehen, Dr. Kosch, bis ihn dann mal ein Hotelgast, wahrscheinlich ein Arzt, quasi verklagte wegen, was Sie gerade sagten, Amtsanmaßung. Amtsanmaßung, ja, das sind Leute, die sind vollständig humorbefreit. Das soll vorkommen. Ich freue mich aber trotzdem auch ohne Ihren, also Herr Schnurrer, ja. Dass wir jetzt mal wieder so einen Ausblick machen, gar nicht einen Ausblick, eigentlich nur einen Einblick in eine durch IT stark beeinflusste Welt, die Welt der Medizin. In der Tat. Wo mit IT eben sehr viel möglich ist in Sachen Heilung und Diagnose, was vorher nicht möglich war. Genau so ist es. Dann ledern Sie mal los. Ja, wir sind leider, ja, kann man schon leider sagen, immer noch relativ weit weg von dem, was man so bei Raumschiff Enterprise sieht, mit diesen Scannern und so. Aber zum Teil sind wir da schon verdammt nah dran. Ja, Ultraschall. Ne? Also Ultraschall ist so ein super Beispiel dafür. Wollen Sie wissen oder nicht? Na, gut. Das war ja früher immer so, wenn man sich diese alten Ultraschallgeräte, wie sie auch noch bei ganz vielen Ärzten rumstehen, anguckt, dann sind das so Geräte, da ist grau in grau irgend so was Waberiges und ein Arzt mit extrem viel Erfahrung hat vielleicht eine Vorstellung, was das sein könnte, was da vor sich hin wabert. Wenn man sich aber nur so ein modernes Ultraschallgerät anguckt, dann hat man tatsächlich farbliche Strukturen und das Ganze sieht auch wirklich so aus, wie die Organe, die im Körper sich befinden, wie die Knochen, die sich da befinden. Und ach so. Bei den Geräten der neuesten Generation ist weiß es dann... Weiß man sogar, welche Hautfarbe das Kind hat? Nein, Scherz beiseite. Also bei den Geräten der neuesten Generation ist es sogar so, dass ich auch einen 3D-Einblick habe durch diesen Ultraschall in den Bauch hinein, ohne dass da einer drin rumschnipseln müsste. Und das ist schon extrem beeindruckend. War ja gerade so eine medizintechnische Ausstellung mal wieder, wo man sich das dann mal angucken konnte, die neuesten Entwicklungen. Und das ist schon sehr beeindruckend, wie man sieht, wie da quasi aus diesem, also das Basismaterial ist ja letztendlich das gleiche wie früher. Also viel mehr als Ultraschallreflexionen aus dem Körper kriegt man nicht, aber man kann es inzwischen sehr viel besser aufarbeiten, weil hinter diesen Geräten zum Beispiel komplette Datenbanken stehen, wo Organgeometrien drin sind, sodass diese Datenbank automatisch den Abgleich macht, also quasi einen Teil der Erfahrung des Arztes mit einbringt in die Diagnose selber, dass also auch nicht so erfahrene Ärzte dann tatsächlich das sehen, was da anders ist, beziehungsweise was sich da, wo sich da welches Organ befindet, in was für einem Zustand es gerade ist. Also das ist schon jetzt mal einfach so auf dieser Bildgebungsseite extrem viel, ja. Was sich da getan also hat. Ich kenne ja verdammt viele Ärzte aus Berufswegen, nicht wegen dieses kaputten Körpers. Wenn wir da bei denen drehen, ist man immer wieder überrascht. Das sieht zwar schon noch aus wie in einem OP, aber die haben da überall diese riesen, so mikroskopartige Dinger, die dann alle so mit Plastiktüten, also steril gemacht werden. Und die gucken eigentlich nur noch in diese Mikroskope oder halt auf Monitore, wenn die operieren. Das ist so ein bisschen robokoppig. Dann haben die da so Joysticks in der Hand. Richtig. Das ist quasi die Stufe,
ich sag die vorletzte Stufe, die man im OP hat. Ein Schritt weiter gehen dann Systeme, die mit Brillen arbeiten, die quasi halboffen sind. Ich habe nach oben eine geschlossene Brille. Dort kann ich, wenn ich als Arzt nach oben gucke, quasi das endoskopische 3D-Bild, was dort unten erzeugt wird, in dem Objekt, wo ich gerade operiere, Patienten, in der Niere oder wo auch immer, und sehen. Und nach unten kann ich aber trotzdem noch auf den Patienten gucken, auf das reale Bild. Also quasi die Möglichkeit, jederzeit umzuschalten, ohne das, was ich bisher habe beim Operieren, nämlich diese Kopfbewegung, die ja auch immer ablenkt vom eigentlichen Geschehen. Und gerade wenn es um mikrobiologische Sachen geht, also wo es wirklich um kleine Strukturen, um Nervenreparaturen geht, dann ist es natürlich wichtig, dass ich möglichst wenig mich von dem Operationsgebiet entferne. Und klar, mikrobiologisches, da kommen wir dann ganz schnell zu den tatsächlichen Operationsrobotern. Und das sind ja inzwischen, ja, ich sag mal, für mich sieht das auf den ersten Blick, als ich das so ein Ding zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ist das eine Metallspinne oder was? Hat nur ein bisschen viel Arme für eine Spinne. Also wirklich so ein Gestell mit lauter Armen dran, die mit unterschiedlichen Werkzeugen bedient werden können, die dann zum Teil von zwei Operateuren parallel bedient werden, um eben einen ja wirklich mikrochirurgischen Eingriff durchzuführen. Das ist alles nur möglich, weil ich immer mehr IT auch in das System hineinbringe und auf diese Weise unter anderem auch solche Sachen realisieren kann wie Fernmedizin. Schönes Beispiel, was jetzt auch in Kürze implementiert wird, ist die Deutsche Gesellschaft zur Rettung von Schiffsbrüchigen. Also die wollen einige ihrer Schiffe mit solchen Telediagnose- und Teleoperationssystemen ausstatten. Das heißt, die Schiffbrüchigen werden aufs Schiff gelegt und die sitzen daheim in Hamburg, Bremen oder wo? Genau, da geht es allerdings jetzt weniger um Operation, sondern da geht es mehr um Diagnose. Um halt geschultes Personal, aber eben keine Ärzte, in die Lage zu versetzen, eine Schnelldiagnose durchzuführen und trotzdem im Backend noch einen Arzt zu haben, der eben auch Maßnahmen einleiten kann, quasi per Fernsteuerung. Und man kann sich vorstellen, wo das natürlich auch ein essentieller Punkt ist, ist im Bereich Weltraumreisen. Da ist ja in der Regel kein Arzt dabei. Okay, ich kenne eine Frau Professorin, die sitzt in Frankfurt und macht das dann per Telemedizin im Sultanat Brunei, wo Geld ja keine Rolle spielt. Also die ist eine Schlaganfallexpertin und die macht dann ihre morgendliche Visite irgendwie auch per Monitor. Ich weiß nicht, ob ich das lustig finde, wenn der Chefarzt irgendwie C3PO heißt oder Artuditu oder so. Ja, gut. Aber gut, da mein sind Gott, aber ich weiß, Autos parken von selbst alleine ein. Warum soll nicht so ein Blinddarm im Blinddarmautomaten entfernt werden, wenn es billiger ist? Ne? Ja, wobei, Herr Münch, da müssen wir aufpassen. Im Moment sind alle Roboter Master-Slave-Systeme. Das heißt, der Roboter tut alleine... Hat das alleine was mit 50 Shades of Grey zu tun? Nein. Nicht? Okay. Der Roboter tut nichts von alleine. Er führt nur das aus, was der Arzt ihm sagt. Wir sind also die einzigen Roboter, die autonom arbeiten in Kliniken. Das sind die, die unten im Keller rumfahren. Und die bringen also Material hin und her und schmutzige Wäsche von A nach B. Also in diesem Bereich, da gibt es vollautomatische Systeme. Aber im OP selber sind wir im Moment noch weit weg von vollautomatischen Systemen. Aber warum? Weil der Arzt findet, er ist weniger verzichtbar als eine Putzfrau. Was ja noch zu beweisen wäre. Ich sage, wir erleben das noch. Ne? Da schmeißt also, da gibst du deine EC, weißt du, deine Geldkarte oder wie heißt das? Cash and Go. Cashcard, ja. Ja, machst du da rein und früher kamen dann Passfotos von dir raus und in Zukunft kommt halt deine Niere da raus oder dein Blinddarm oder sowas. Okay, ja. Da wird jetzt das dauert noch mulmig. 2-3 Jahre, aber ist ein Geschäft. 203. Da kann man Geld mit verdienen. Naja, also op to go, operation to go. Ich glaube, das. Na, überlegen Sie doch. Ja, aber das haben wir doch jetzt schon. Früher lag man ja mit einem Bänderriss wochenlang in der Klinik und heute wird das in Tageskliniken gemacht. Und demnächst wird das dann eben in Automaten gemacht. Naja. Also ich glaube, davon sind wir wirklich noch eine ganze Weile entfernt. Nicht nur, weil die Ärzte glauben, dass sie so unverzichtbar sind, sondern eben auch, weil die Technik in vielen Bereichen einfach noch nicht so weit ist. Also man sieht das ja, autonomes Fahren hatten wir ja vor drei Sendungen war es, glaube ich, jetzt. Da sieht man das sehr schön. Es
Unter Normalsituationen ist alles gut, aber wenn es zu Komplikationen kommt, dann stehen diese Dinger plötzlich vor der Parklücke und wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Und so etwas bei einer Operation ist natürlich ganz unerfreulich, wenn er plötzlich anfängt, am Herz zu operieren, obwohl er eigentlich was an der Niere machen sollte. Das ist das sehr unerfreulich für so einen Apparat und natürlich erst recht für den betroffenen Patienten. Also da denke ich, ist der Wunsch, dass man da einen echten Mediziner und sei es nur tausende von Kilometern entfernt hat, der wirklich weiß, was da passiert, doch ganz hilfreich. Ich breche jetzt mal eine Lanze für die Notwendigkeit von ausgebildeten Medizinern gegen Ihr Automaten. Bruder ist einer, ne? Jetzt komme ich drauf. Ist natürlich ja, auch einer. Ja, ja, okay. Nein, lass nur die Familie aus dem Spiel. Dankeschön. In dem Sinne. Hihi. Sagt er Hihi? Ja. Ich weiß auch warum. Ja, ich freue mich. Es kommt ja immer mal die Anfrage bei den Technik Ranches, welche Schnittsoftware verwendet ihr eigentlich? Ne? Ja, und zunächst dann mal, wieso duzen Sie uns? Nein, das war jetzt gar nicht, das war ein Scherz. Also natürlich dürfen Sie gerne du zu uns sagen und wir haben es auch, glaube ich, schon mal beantwortet. Natürlich, also Sie machen klar, das ja immer. Ich habe das schon mal beantwortet. Der Kollege Münch ist bei uns der Schneidekönig und damit ist auch klar, auf welchem Rechner das geschnitten wird, nämlich auf einem MacBook. Und damit ist eigentlich auch klar, was für eine Software er verwendet, nämlich Final Cut. Ja, könnte jetzt auch Avid nehmen, glaube ich. Ja, wäre aber jetzt eine Frage der Kosten. Also ja, das ja, Final ja, Cut ist ja noch ein Hauch günstiger als das War es ja nicht immer, war ja wirklich mal, nee, das war ja mal andersrum. Profi- oder Halbprofi-Software gedacht und kostete mal, glaube ich, 1750 Euro sowas. Ist jetzt, ich will jetzt auch nicht lügen, glaube ich, für 250 sowas zu haben. Ja, sowas habe ich auch im Hinterkopf. Und hat es mal wahnsinnig verkackt, kann man sagen, bei den Halbprofis oder auch Profis und ist deshalb so rausgefallen. Also alle benutzen eigentlich Avid und haben dann aber interessanterweise da in dem Fall ihre Hausaufgaben gemacht und also die Profis bei mir im Hinterhof, ist ja Schnitt- und Filmfirma, die sagen, ach, die benutzen das schon für bestimmte Aufträge, weil das eigentlich wieder ganz brauchbar sei. Und damit wiederum, also ganz anders als sonst bei Apple, für 250 Euro auch nicht zu teuer. Nicht unbedingt zu teuer. Allerdings noch ein ganzes Eck weg von der Kategorie Software für Videoschnitt, die wir uns heute angucken wollen, weil tada, das Thema ist natürlich Videoschnitt und zwar Videoschnitt für den Einsteiger. Mhm. Da geht es aber mehr um Software, die so zwischen 90 und 130 Euro kostet und na klar Software, die auf dem PC und nicht auf dem Mac zu Hause ist. Jo. Da lehnt sich der Mensch jetzt dezent zurück. Mein erstes war Magix, habe ich mal benutzt. Ja, Magix haben wir auch noch mit drin. Ach, guck. Aber ich würde trotzdem gerne mit was anderem anfangen, nämlich mit den Programmen, die sich dann wirklich explizit an Einsteiger richten. Mhm. Weil auch unter den in Anführungsstrichen Einsteigerprogrammen gibt es verschiedene Kategorien. Es unterscheidet sich vor allen Dingen deshalb, wie gut die Bedienerführung ist und wie lange es dauert, bis man sich einarbeiten kann. Ein Programm, wo man relativ schnell reinkommt, weil es auch sehr schön strukturiert ist, ist Premiere Elements in der Version 13, kostet 102 Euro, bietet, ja, wie gesagt, sehr schönen Einstieg. Ansonsten ist es von dem Funktionsumfang und dem, was es für den Videoschnitt mitbringt, eher durchschnittlich bestückt. Schwierigkeiten hat man ganz eindeutig, wenn man anfangen will, Richtung 4K-Videos, also 4K-Videos, Adobe Premiere Elements 13, lieber nicht. Da ist das Programm doch schon arg überfordert. Das würde ich dem nicht mehr zumuten. Aber vielleicht ist 4K-Videoschnitt auch nicht unbedingt das, was man als Einsteiger als allererstes tun sollte. Ich höre allerdings, ich muss auch mal fairerweise sagen, von Kollegen, die natürlich alle, also die VJs, ne, die also professionell zum Beispiel für den HR auch arbeiten, dass die ganz gerne auf Premiere schneiden, nicht Elements. Genau, sondern, da ist das wie bei Photoshop auch. Ne, also klar, da gibt es die abgespeckte Version und das ist auch einer der Vorteile dieser Software. Wenn ich mit Elements angefangen habe, kann ich natürlich relativ leicht, weil die Grundstruktur sehr ähnlich ist, mit der Vollversion von Premiere, wenn ich denn die Kohle dafür habe, gibt es ja inzwischen als Mietmodell und lohnt sich damit auch nur noch für Leute, die es wirklich produktiv nutzen, um damit Geld zu verdienen. Also
für den ist das natürlich ein schöner Einstieg, ja, in diese Richtung sich fortzubewegen. Ich möchte jetzt so ungern unterbrechen, aber da darf ich auch noch einmal einhacken, das Anfängermodell von Apples Final Cut wäre ja quasi iMovie, iMovie, ja, HD heißt das jetzt, glaube ich, oder sowas, das fest installiert mit jedem Mac. Gibt es einfach schon mal so mit wer dazu. Wer damit anfängt, kommt auch, und das ist nicht besonders schwer, kommt dann auch sehr gut mit Final Cut, ja, klar, wenn man mal umsteigen möchte. Also wenn man merkt, das reicht nicht mehr, dann kann man halt da, ja, auf dem Weg. Und so ähnlich ist es hier mit Elements auch, nur dass es eben nicht umsonst ist, nicht einfach so bei Windows beiliegt. Sondern was kostet? Sondern 102 Euro kostet. 102. Ebenfalls gut geeignet für den Einstieg ist der PowerDirektor 13 in der Version Ultra. Da gibt es noch verschiedene abgespeckte Versionen. Das sind dann meistens irgendwelche OEM-Versionen, die bestimmter Hardware beigelegt ist. Anyway, die Vollversion kostet 90 Euro, also deutlich weniger oder 10 Euro weniger als das Premiere Elements. Hat auch eine gute Unterstützung für Einsteiger. Ich komme relativ schnell rein, ist aber ansonsten ein Programm, wo wirklich ganz viel drin ist, was auch der Profi haben möchte. Also da sind wirklich eigentlich alle Funktionen, die ich brauche, inklusive der Möglichkeit, doch mit befriedigenden Ergebnissen 4K-Videos zu bearbeiten. Mhm. Das ist schon relativ viel und es ist deshalb ein Programm, was also auch der Fortgeschrittene sich mal angucken soll, allein vom Funktionsumfang her. Also 4K kann man ja vielleicht nochmal dazu sagen, da geht es jetzt nicht unbedingt darum, ganze Filme dann in 4K zu zeigen, weil die wenigsten können sie ja gucken, ja, aber man kann natürlich Dinge, die man in 4K aufgenommen hat, mit einer 4K-Kamera oder demnächst auch mit einem 4K-Handy, wie wir ja gelernt haben, ja, jetzt 2015, also in diesem Jahr dann auch, die kann man dann eben, da kann man einen Ausschnitt, ein Viertel des Bildschirms nehmen, vergrößern und ist immer noch im HD-Bereich. Man kann virtuelle Bildfahrten machen, ja, all solche Geschichten. Fahren, ne? Also, ne? Das ist eine schöne Möglichkeit und man kann natürlich 4K-Material dazu spielen. Ja. Ne? Aber, meine Damen und Herren, nicht vergessen, das kostet Rechenpower. Das, genau, rendert sich dann da die Nacht lang durch und dann wird der Rechner auch schon mal laut. Richtig, darum steht Münchs Rechner dann nicht mehr im Schlafzimmer, sondern woanders, wenn er zu rendern hat. Mhm. Und das selbst bei einem MacBook, das ja nun nicht so furchtbar laut ist. Aber es ist halt ein Notebook und kein, ja, kein Desktop. Eigentlich oder? Deshalb, ja, schon überfordert mit richtigem Videoschnitt. Aber nun gut, die Technik-Wrench wird nach wie vor auf diesem Kistchen zusammengebaut, solange wir noch mit 720p nach draußen gehen. Oh, er will ja unbedingt 4K, ich halte das ja für. Gut, das diskutieren wir mal wann anders aus. Gehen wir weiter mit den Programmen, die explizit eher für Fortgeschrittene sind, weil man eben auch deutlich mehr Einstiegszeit braucht. Pinnacle Studio 18 Ultimate kostet 129 Euro, das teuerste Programm hier in dieser Zusammenstellung. Hat leider auch Probleme mit 4K-Videos. Insofern, wenn man das möchte, sollte man es lassen. Und was uns noch mehr gestört hat, es hat Probleme mit der Stabilität. Das heißt, beim Rendern gab es gelegentlich mal Abstürze. Auch während der normalen Schnitttätigkeit war es mal weg plötzlich zwischendrin. Also, liebe Freunde von Pinnacle, vielleicht noch mal ein bisschen nacharbeiten. Sollen wir kurz sagen, was Rendern heißt? Falls das nicht, gibt ja vielleicht. Okay, Münch, Ihr Einsatz. Also, wenn wir hier vor so einem grünen Lappen sitzen und dann hinterher auf diesen grünen Lappen ein Hintergrundbild gestanzt wird, dann muss natürlich jedes einzelne Bild hinterher neu gerechnet werden. Und wenn das Bild im Hintergrund sich dann auch noch bewegt, wir im Vordergrund uns auch bewegen, dann dauert das nochmal wieder ein bisschen länger. Und dieses Rendern kann dann, also bei so einer Technik-Wrench zum Beispiel, da rendert dann mein armes kleines MacBook so 5-6 Stunden lang dran rum, je nachdem, wie oft wir vor so einem grünen Lappen sitzen. Aber auch eingeblendete TIFFs zum Beispiel sind, genau, ja sehr, alles sehr, sehr große Dateien, sehr groß, starke, eine Bilddatei mit sehr vielen Pixeln. Also die muss dann ja auch Bild für Bild reingerechnet werden und das dauert dann. Genau. Dafür braucht man dann eben den leistungsstarken Rechner. Okay, Pinnacle. Einer mal vielleicht nochmal Hausaufgaben nachlegen bei Corel. Magix habe ich vorhin schon mal so ganz dunkel gehört, der Kollege Münch hat damit mal gearbeitet auf dem PC, ja, als er noch keinen Mac hatte. Ja. Ist, weil damals, also ich fand es toll wegen der Tonspuren, also endlos viele Tonspuren. Und das war für Disco-Partys damals, also da ging es darum, eben auf Musik zu schneiden und das, ja, war einfach super. Ja, das ist auch immer noch die Stärke von Magic, wenn es also darum geht, Video zu machen, das vor allen Dingen mit Tonmaterial arbeitet. Also das typische Musikvideo, das typische Partyvideo, wo ich auf die Musik taktgenau schneiden möchte mit meinen Bildern,
da ist Magic einfach ungeschlagen. Ich habe nirgends anders so viele Tonspuren, ich habe nirgends anders so viele Möglichkeiten, mit dem Ton etwas zu machen. Also wenn das der Schwerpunkt ist, dann sind 100 € für Video Deluxe 2015 Premium durchaus gut angelegt. Ansonsten, es ist nichts für Einsteiger. Man braucht eine ganze Weile, um sich da einzuarbeiten, bis man wirklich drin ist in dieser Logik, bis man das verstanden hat. Vom Funktionsumfang ist es ähnlich wie der PowerDirector von CyberLink, aber wie gesagt, etwas schwieriger im Einstieg und eben mit Schwerpunkt eindeutig auf dem Thema Ton. Und 4K-Material sollte man damit besser auch nicht bearbeiten. Dafür ist es eigentlich eher ungeeignet. Das heißt, die können das alle offiziell mit 4K, aber dann kriegen sie es doch nicht. Aber es klappt nicht so, wie man es haben möchte. Und das ist nicht so flüssig, nicht so vernünftig. Es fehlen zum Teil auch Funktionen, die ich haben möchte. Also zum Beispiel schnelle Vorschau. Man will ja bei einer Vorschau nicht warten, bis der zu Ende gerendert hat, ne? Sondern man möchte gleich sehen, ist das ein schöner Effekt, ist das ein schöner Übergang, möchte ich das wirklich jetzt so mit diesem Ton haben, passt das wirklich genau? Das ist dann bei 4K-Material kein Vergnügen mit diesen Programmen. Waren Sie bitte? Nee, einen haben wir noch. Ja. Und zwar Nero Platinum 2015. Das sind so ein bisschen die Einsteiger in diesem Bereich. Das, muss ich sagen, merkt man leider auch. Die Anleitung ist zwar ganz gut, die Sie mitliefern, aber die Bedienungsführung, die Hilfestellung, die man als Einsteiger bekommt, ist wirklich... Da könnte man doch deutlich nachbessern, auch beim Funktionsumfang. Und ja, von 4K wollen wir gar nicht reden. Das geht mit diesem Programm ehrlich gesagt auch nicht. Ist mit 90 € jetzt am unteren Level der für Einstiegsprogramme. Aber man muss immer auch sehen, ich bekomme halt auch einen PowerDirector 13 mit seinem riesigen Funktionsumfang und seiner guten Einstiegshilfe für 90 €. Ja. Also muss ich mal sagen, tut mir leid für Manero an der Stelle, eher nicht. Generell muss man sagen, wer sich da ein bisschen stärker reinfuchst, wird relativ schnell merken, wann das Programm an seine Grenzen stößt. Wenn man halt zum Beispiel immer nur einen Text einblenden kann und nicht hier Text und da Text und dort Text. Oder wenn man hier Technik Ranch einblendet und da kein Foto mehr von dem lecker Computer einblenden kann. Das können dann bessere Programme, da kann man so viel einblenden, wie man will und dann so viele Blenden und was weiß ich was alles kombinieren, wie man möchte. Gerade da werden die Einfängerprogramme irgendwann, da wird es dann dünn. Und das andere noch, unterschätzen Sie nicht die Zeit, die man damit verbringt, mit dem Geschneide. Ne? Ja. Also im HR ist es bei Profis gilt die Faustregel für 5 Minuten für so einen Beitrag, ein Tag, ein Schnitttag, 8 Stunden. Das ist dann erst nach 8 Stunden der Schnitttag vorbei. Bei den Jungs hinten bei mir im Hof, die machen halt bis Sonntag früh, 5 Uhr früh, da kommen die ab und zu mal um die Ecke mit dem Sixpack und dann geht's weiter. Also man kann quasi sein halbes Leben beim Schneiden verbringen. Viel, viel mehr als beim Film. Richtig. Das ist so. Nicht dahin. Genau. Da ist meine Hand ab. Genau. Herr Münch, dieses Thema habe ich für Sie ausgewählt. Ach, das ist nett. Ich weiß gar nicht, ob ich so persönlich werden soll, aber ich überlege ja schon die ganze Zeit wegen der Einfachheit der Bedienung. Ist so ein Tablet ja was Schönes. Ja. Meiner Mutter würde aber, weil sie eben, also ich überlege, ob ich ihr eins anschaffen soll, als Erstrechner tatsächlich. Mhm. Denn sie macht nicht sehr viel mehr als zum Beispiel E-Mail und ab und zu mal ein bisschen surfen. Also drucken oder Fotos drucken und sowas, das fällt eigentlich bei ihr alles aus. Also das dafür, und auch CDs oder sowas muss sie auch keine irgendwo einlegen. Also insofern würde ein Tablet schon reichen mit einer vernünftigen Tastatur. Halt. Ja. Wenn der Bildschirm, aber das ist ja nun, okay, weg von meiner Mutter. Sie haben... Genau, wir haben uns Tastaturhüllen und Deckel fürs iPad Air und Air 2 angeguckt. Wäre jetzt ja eigentlich nicht so mein Thema. Ich hätte mir ja eher Tastaturen für Android-Geräte angeguckt. Sie aber haben doch gar kein Tablet. Ich habe ein Tablet. Allerdings ist das so alt, da gibt es keine Tastatur. Ach, das hat er bestimmt wieder selbst gebastelt oder so. Naja, gut. Naja, das lassen wir es. Das ist ein uraltes HP-Gerät, das wird schon lange nicht mehr hergestellt. Aber da läuft immer noch ein Android drauf. Und CyanogenMod für die Leute, die es interessiert. Aber egal. Tastaturhüllen und Deckel für iPad Air 2. Wir haben uns insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück angesehen. Eigentlich vorstellenswert halte ich davon nur 3 Stück. Mhm. Und zwar. Darf ich ganz kurz nachfragen? Das heißt, ja. Die sind sowohl Hülle, also Abdeckung, als auch dann ausgeklappt. Ausgeklappt Tastatur. Eine Tastatur und damit natürlich auch ein Ständer, weil. Es ist natürlich klar, wenn ich mit der Tastatur arbeiten will, dann muss sollte das Ding vernünftig vor mir stehen und es wäre bescheuert, jetzt dafür noch ein extra Gerät zu haben. Also eine Anstecktastatur plus nochmal ein Ständer ist einfach übertrieben.
Deshalb ist die Kombination ideal. Ich habe halt dann eine Tastatur, die ich rausklappen kann, die nach hinten gleichzeitig das Tablet abstützt. Am besten auch noch so, dass ich verschiedene Betrachtungswinkel einstellen kann, weil nicht in jeder Lage geht das gleich gut. Solche Geräte möchte ich eigentlich haben und genau davon haben wir uns 7 Stück angesehen. Der Preisrahmen reicht von 35 Euro bis zu, was ist das teuerste, 100 Euro, oder? Nee, 130 hätten wir hier sogar dabei. Ja, für Apple-User ist ja nie irgendwas zu teuer. Die Grenze, es wundert mich, dass es da schon aufhört, aber nein, wir wollten jetzt nicht über Preispolitik bei Apple reden. Aber da ich jetzt schon mal 130 Euro gesagt habe, würde ich mit dem auch anfangen wollen. Und zwar, da gibt es den QODE. Wie spricht man das aus? QO kann ich nicht. Oder? Ja, also für diesen Fall brauche ich, glaube ich, erst Denkhilfe, weil QODE Ultimate Pro. Wo ist er denn? Cody, oder? Cody. Keine oder, Ahnung. Naja, auf jeden Fall irgend sowas mit Dingens da ist von Belkin, kostet 130 Euro, ist eine Tastatur mit einem ganz ordentlichen Tippgefühl und die Verarbeitung ist sehr gut. Das ist bei diesen Geräten auch nicht immer der Fall. Es gibt auch einige, die durchaus viel Geld kosten und eine ganz nicht so schöne Verarbeitung oder gar eine miserable Verarbeitung bieten. Das Gerät für 35 Euro beispielsweise ist eher nur durchschnittlich verarbeitet, passt dann nicht so richtig zum teuren iPad Air 2. Mhm. Gut, ist ansonsten eine schöne Tastatur, hat beleuchtete Tastaturen, deshalb ist sie, beleuchtete Tasten, deshalb ist es eben auch so teuer und wäre so eine der beiden Geräte, die ich durchaus ansehenswert finde unter dieser Gruppe. Das zweite nennt sich einfach nur Type Plus, ist eine Hülle von Logitech. Die haben verschiedene Hüllen im Programm, aber das ist eigentlich die, die beim iPad Air 2 somit die beste Figur machte. Vor allen Dingen hat sie ein sehr gutes Tippgefühl. Ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, weil Logitech sind natürlich die, die die Tastaturen bauen. Also Tastatur sollten sie können. Die Verarbeitung ist gut. Da ist das Belkin etwas besser verarbeitet. Aber nun gut, für 100 Euro ist das eigentlich eine ganz schöne Lösung. Und dann haben wir noch einen kleinen Außenseiter dabei. Der ist eigentlich eher für denjenigen, der sagt, okay, ich will meinen Tablet dauerhaft umrüsten zu einer Art Notebook-Hybrid. Mhm. Also ich möchte die Tastatur so gut wie nie abmachen. Mhm. Das ist nämlich das einzige Manko bei diesem Ding. Ist eigentlich sonst ein sehr solide verarbeitetes Ding, heißt Folio, kommt von der Firma Zack, kostet auch 100 Euro, ordentliches Tippgefühl, gut verarbeitet, aber es ist ziemlich fest verheiratet mit dem iPad Air. Ich kann es also nicht so leicht auseinandernehmen und deshalb ist das eben die typische Tastaturhülle, die ich nehmen würde, wenn ich sage, ich möchte das Ding dauerhaft mit dem... Aber man kann es halt zuklappen. Man kann es natürlich ganz normal zuklappen, dann ist das gleichzeitig der Schutz für das iPad, das ist ja auch ganz hilfreich. Aber ansonsten, wenn ich es dann abfummeln will, dann ist es wirklich schon ziemlich fest mit dem Ding zusammen. Das ist bei den anderen beiden nicht so, die kann ich relativ einfach auf- und abstecken, aber dafür sind sie insgesamt dann nicht ganz so stabil wie diese Lösung. Für morgens, wer dann gerne mal im Bett einfach so ein bisschen die Zeitung auf dem iPad liest, ist es natürlich schöner, man hat ihn schnell aus der Tastatur. Die Tastatur ist dann aus dem Weg, das wäre jetzt mit dieser Lösung. Das macht doch meine Mutter nicht. Okay, also Sie meinen, Ihre Mutter hat das immer schön fest montiert? Meine Mutter hat eine Tageszeitung, die braucht kein Tablet, um Zeitung zu lesen. Oh, wer weiß, vielleicht kommt das noch. Man kann ja auf dem Tablet seine Tageszeitung lesen. Ich lese das soll ja möglich sein. Ich habe mir so ein Notebook-Tablet gekauft für 7 Euro bei Ampen, ist auch egal wo. Da muss man eigentlich sehr schmale Schenkel haben, habe ich gehört. Damit es drum passt? Ja, okay. Kann man es draufstellen. Es gibt ja auch solche, da sind unten Lüfter eingebaut, damit es Notebook ist. Ja, ganz furchtbar. Und es gibt auch welche, die haben unten so ein Kissen drunter. Das ist dann so wie dieser Klassiker. Also früher kannte man das so, dieses englische T-Service, Tabletthalter auf die Knie fürs Bett. Das gibt es jetzt alles auch fürs Tablet. Wow, aber jetzt schweifen wir aber sowas von ab, ne? Ja, gut. Ja, Zeit, Schluss zu machen für heute. Denke ich auch, Herr Münch. Danke. Der drängelt. Ich will, einmal muss auch Schluss sein. Genau, ja, man muss die Leute ja verlassen. Leave them while they're hungry, heißt es im Rock'n'Roll. Wir Rock'n'Roller sagen immer, leave them while they're hungry. Spielt sie nicht quasi aus der Halle raus. Deshalb, schon nächste Woche gibt es eine neue Technik Ranch, liebe Freunde. Genau, das war's dann mit dieser Woche und unsere Technik Ranch. Wir freuen uns, dass Sie alles zugeguckt haben zu dieser wunderbaren Show. Und wir würden uns extrem freuen, jetzt wenn Sie jetzt wieder mal leave them while they're hungry. Jetzt haben Sie es doch ausgeleiert. Okay, ich hab's verleiert. Tut mir echt leid. Würde mich trotzdem freuen, wenn Sie weiter dabei blieben und abonnieren und weiterempfehlen. Und es ist immer Luft nach oben, auch bei uns.
vor allen Dingen bei mir. Tschüss. Tschüss. Abonnieren, ja, und weiterempfehlen. Nicht, dass wir uns deswegen die Haaren kriegen.